Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, was geht ab? Willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 21. Ich werde heute alle Fragen beantworten, die mir in der vorletzten 20 Uhr Folge gestellt worden sind. Das sind jetzt nicht ganz so viele, weil ich hatte euch in diesem Video, das war mein Fehler, ich hatte euch in diesem Video erst nach euren Teambewertungen gefragt und deswegen waren die ganzen Kommentare voll mit euren Teamvorschlägen. Aber die Elite, sage ich mal, die Elite der PAX Army haben trotzdem noch Fragen gestellt und diese Fragen werde ich jetzt hier noch beantworten. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr sehr gerne heute noch wieder mit Fragen die Folge vollballern. Dann haben wir halt nochmal ein paar Fragen auch für die nächsten und kommenden Folgen, weil, ihr wisst es, bin ich ehrlich, ich habe derzeit einfach ein Content-Problem in FIFA Mobile. Es gibt halt sehr wenig, was ich machen kann und deswegen versuche ich jetzt irgendwie, ich möchte auch jetzt nicht jeden Tag die Folge ausfallen lassen. In den letzten Tagen sind immer wieder Folgen ausgefallen, weil ich krank war und ich immer noch, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin immer noch nicht ganz so 100% fit. Im Hintergrund werde ich jetzt hier mal die Skillspiele machen, die habe ich hier heute noch nicht gedaddelt, deswegen gehe ich da mal rein und ich scrolle jetzt von ganz oben bis ganz nach unten und die erste Frage kommt vom Fake Musti. Abo-Ziel für dieses Jahr. So ein richtiges Ziel für dieses Jahr, sage ich mal. Ja, ich sag mir jetzt nicht, ich stelle mir jetzt am Anfang des Jahres jetzt nicht das Ziel, ich will 110.000 Abonnenten dieses Jahr erreichen. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, höre ich auf. So ein Ziel mache ich nicht. Mein langfristiges Ziel sind 100.000 Abonnenten. Wenn wir dieses Jahr in Richtung 90.000, 95.000 Abonnenten gelangen mit diesem Kanal, dann wäre es schon absolut mega, mega mäßig. Wenn wir am Ende des Jahres bei 80.000 stehen, dann stehen wir bei 80.000. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich setze mich da jetzt noch nicht so wirklich unter Druck. Ich freue mich immer wieder, dass ihr Spaß an FIFA Mobile habt, ihr Spaß habt, diesen verrückten Dödel hier zu verfolgen, diesen verrückten Dödel sich reinzuziehen, auch wenn es jetzt in den letzten Tagen ohne Facecam ist. Die Facecam wird bald wieder am Start sein und dann könnt ihr auch wieder den Dislike-Button klicken, wenn ihr meine Fratze seht. Kappa Klaus, Nikolaus, nee, Spaß beiseite. Also Abo-Ziel, ich sag mal so, wenn ich jetzt was sage, dann sage ich mal, ja, 95.000, 90.000 so und dann wäre ich schon sehr, sehr happy. Mein RTL! Du suchst eine geile Fußball-App? Dann lege ich dir OneFootball ans Herz. OneFootball ist für jeden Fußballfan ein absolutes Muss. Ihr werdet zu Beginn, wenn ihr euch die App herunterladet, kostenloser Link ist unten in der Videobeschreibung, nach eurem Lieblingsclub gefragt. Das heißt, ihr könnt beim Profil hier reingehen. Lieblingsclub habe ich ausgewählt Hertha, Lieblingsnationalmannschaft Deutschland und dann halt noch die ganzen Wettbewerbe, für die man sich interessiert. Ich habe hier die Bundesliga abonniert, die Premier League, die La Liga, die Serie A, Champions League, zweite Bundesliga etc. Dann habt ihr nämlich dann im Spielebereich unten den perfekten Überblick, welche Spiele finden jetzt demnächst statt. Beispielsweise die Bundesliga fängt wieder an, Bundesliga, scrollen wir runter, Eröffnungsspiel der Rückrunde, Bayern gegen Gladbach, aha, wo läuft Bayern gegen Gladbach? Wo läuft das Spiel? Auf DAZN. Das ist für mich dieses Jahr extremst wichtig, weil die Spiele laufen auf DAZN, auf Sky, Amazon laufen Champions League Spiele, irgendwie Telekom, Magenta Gedönse. Und mit OneFootball seht ihr immer, aha, wo läuft das Spiel, das habt ihr perfekt Überblick. Dann habt ihr noch im Home-Menü die ganzen Wechselgerüchte, Transfergerüchte, die ganzen neuen Nachrichten des Fußballs perfekt im Überblick. Und ja, das ist OneFootball, für mich ein absolutes Muss. Auf meinem Handy. Kostenloser Link zum Download ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Mein RTL! So, dann machen wir hier weiter mit dem nächsten Stars-Spiel. Und der Philipp Ramm fragt, ist schon klar, an welchem Tag FIFA Mobile 22 rauskommt? So zu 100% noch nicht. Das Event, das Football Freeze Event endet am 20. Das Football Freeze Event endet am 20. Das heißt, FIFA Mobile 22 könnte theoretisch am 21. kommen, entweder oder
EA sagt, ja, wir machen eine Woche Pause, wir haben nochmal ein paar Tage Ruhe, sage ich mal, und dann droppen wir FIFA Mobile 22 aus meiner Sicht und aus der Sicht, sage ich mal, einfach um einen flüssigen Übergang zu haben, würde es Sinn machen, wenn FIFA Mobile 22 dann am 21. Januar kommt. Das wäre dann der Freitag. Würde aus meiner Sicht Sinn machen. Genau, also 21. würde ich jetzt schätzen, aber ein genaues Datum wurde von EA, korrigiert mich gern, wurde von jetzt bis jetzt noch nicht veröffentlicht. Und wenn es veröffentlicht wird, dann werden wir es ja auch auf Twitter sehen können. So, dann, also es ist wirklich alles nur mit den ganzen, alles nur mit den ganzen Teamvorschlägen voll gewesen. So, jetzt muss ich mich bei diesem Skillspiel sogar mal ein bisschen konzentrieren, dass ich hier nicht kreuz und quer laufe. Die nächste Frage war aber vom FIFA King, wie man eine FIFA Mobile Liga erstellt. Da gehst du ganz einfach auf Liga und dann auf Liga erstellen. Das ist, denke ich mal, selbsterklärend. Wenn du erst relativ neu in FIFA Mobile bist, und davon gehe ich aus, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber einfach auf Liga. Die Liga musst du mit einem bestimmten Level freischalten, Level 6, Level 7 oder so, schaltest du Liga frei und dann kannst du da auch nach Ligen suchen und deine eigene Liga erstellen. So, jetzt muss ich mich hier wieder ganz kurz konzentrieren, dann scrolle ich mal runter. Der Masi hat gefragt, wie bist du auf YouTube gekommen? Ja, es war auch kurios, das ist schon jahrelang eigentlich her. Und ehrlicherweise durch meinen Bruder. Mein Bruder, also ich habe schon ewig, also was heißt ewig, ich habe schon seitdem ich klein bin, sammle ich halt Fußball, Sammelkarten, sammle ich Fußball, Sammelsticker. Ihr kennt alle Panini-Sticker, ihr kennt alle Matchtex-Karten und die packe ich auch jeden Tag aus auf dem PAX United-Kanal. Und ich denke mal, ihr kennt auch den Kanal PAX United. Hoffentlich, wenn nicht, gerne auschecken. Und da hatte eines Tages mein Bruder gesagt, ey komm, pack doch mal irgendwie 5 Päckchen Matchtags auf YouTube aus oder so. Dann habe ich mir Videos angeguckt, habe ich zuerst wirklich wochenlang, monatelang mir immer Unboxings reingezogen auf YouTube und habe dann irgendwann mal mir gedacht, ey, ich kaufe mir jetzt eine Kamera und habe dann einfach mal mich dabei gefilmt, wie ich Fußballkarten auspacke. Das Ganze ohne Stimme, ich habe nicht gesprochen, ich habe nur wirklich gefilmt, wie ich Fußballkarten auspacke. Das haben sich Leute angeguckt, nach ein paar Wochen waren es 100, nach ein paar Wochen waren es tausende Leute, die sich das angeguckt haben. Und das fand ich einfach spannend, dass ich damit Menschen erreiche, die das gleiche feiern wie ich. Und damit bin ich irgendwie auf YouTube gestoßen, mit der Zeit kam dann auch irgendwie FIFA dazu, FIFA Mobile. Also alles ganz spontan und kurios, sage ich mal. So bin ich auf YouTube gekommen. Frage, wie viel Coins hast du für deinen teuersten Spieler ausgegeben? Was ist mein teuerster Spieler? Boah, das ist eine gute Frage. Wer ist mein teuerster? Für wie viel habe ich? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das wisst ihr besser als ich, oder? Ich vergesse das doch immer. Ja, wahrscheinlich wird es Ronaldo oder so gewesen sein mal. Aber ich weiß, also welche Reis Bukari, das kann ich dir gar nicht, ehrlicherweise kann ich dir das gar nicht beantworten, weil ich es selber nicht weiß. Aber bestimmt 50, 60 oder das waren noch mehr. Hatte ich nicht mal schon für. Mann, ich muss mich konzentrieren hier für Schneemann-Architektur. So, jetzt. Ah, zieh durch, Haaland. Alter, ich bin so lost. Wartet, Leute. Wartet. Jetzt. Nein, jetzt habe ich zu doll. Ich bin so ein Losty. Und ich habe nur noch 2 Schüsse und ich krieg's von der Zeit nicht mal hin. Jetzt habe ich den 2. Ich krieg's von der Zeit nicht hin, oder? Oh, ich krieg's von der... Nee. Ja, perfekt. Ist jetzt gescheitert? Ja, perfekt. Egal, kann ich wiederholen. Genau. Dann fragt der Mike... Hallöchen, Popöchen. Erstmal zur Frage. Machst du noch mit Ben Masterful Challenge-Videos wie früher? Da kann ich ganz kurz und knapp beantworten. Nein, mache ich nicht, da ich keinen Kontakt habe mehr zu Ben Masterful. Hat jetzt auch keine irgendwie, wir haben uns nicht gestritten oder sonst was, wir haben uns einfach, wie soll man sagen, auseinandergelebt und da wird einfach in Zukunft auch einfach nichts mehr kommen, kein böses Blut oder so, aber es kommen halt keine Videos mehr, ganz einfach, um diese Frage auch mal hier in diesem FIFA Mobile Video beantwortet zu haben. Genau, Luca Bühler, wie alt bist du? Wie alt bin ich denn eigentlich? Ich bin 25 Jahre alt.
So, dann, wann kommt FIFA Mobile 22? Haben wir beantwortet. Sebastian fragt auch, wann kommt FIFA Mobile 22? Ahmed Husseini fragt, wieso bist du Hertha-Fan? Hatte ich das schon mal, ich glaube, das hatte ich auch noch nie so wirklich gesagt, wieso ich Hertha-Fan bin. Fußball-Fan bin ich über die Jahre, sage ich mal, so richtig geworden. Und mein erstes Fußballtrikot war halt von, hatte ich von meinem Vater geschenkt bekommen. Das war ein Hertha-Trikot, ein signiertes Hertha-Trikot. Das hängt hier auch an meiner Wand. Ich glaube, das war von 2004, 2005 mit allen Spielern, die da unterschrieben haben. Und deswegen bin ich ja quasi mehr oder weniger als Hertha-Fan so reingerutscht gewesen. Genau. Gute Besserung, Dankeschön. Dank. Dann haben wir der Moritz Fleischmann. Was arbeitest du eigentlich neben YouTube? Also mein Nebenberuf, sage ich mal, jetzt schieße ich hier daneben, wie lost bin ich denn? Ich bin für eine Firma angestellt und für diese Firma produziere ich quasi auch YouTube-Videos. Also man kann sagen, ich bin YouTube-Manager, Social-Media-Manager, Facebook, Instagram, habe ich damals gemacht. Mittlerweile bin ich quasi in Anführungsstrichen aufgestiegen und mache jetzt nur noch die YouTube-Videos. Nein, ich bin nicht vor der Kamera, ich bin hinter der Kamera und produziere und mache das Konzept quasi und so einen ganzen Kram. Das ist quasi mein Job hinter YouTube, sage ich mal. YouTube ist auch mein Nebenjob, sage ich mal, oder mein Nebenhobby. Und mit YouTube verdiene ich ja auch ein bisschen Geld dazu, aber das ist ja auch klar. Hier, Mukesh hat auch gefragt, was arbeite ich nebenbei. Ab wie vielen Jahren hast du angefangen mit YouTube? Wann hatte ich angefangen? Ich glaube, meine ersten Videos habe ich 2014, 2015 hochgeladen, aber das war alles noch nicht so ganz professionell. Professionell würde ich erst sagen, ab 2018, 2019 so. Also gar nicht so, also, ne? Klar, ich lade schon seit 2015, 2014 Videos hoch so, aber das kann man nicht Video... was heißt, das hört sich jetzt doof an, aber das kann man nicht Videos nennen so. Also mehr professionell würde ich sagen 2018, 2019 so. Also seit 2, 3, 4 Jahren so ungefähr. Genau. Haben wir noch eine Frage? Ding. Ist nicht so schlimm. Hauptsache du bist schnell wieder gesund. Leon, vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Woher kommst du ursprünglich? Ursprünglich komme ich aus... da, wo ich jetzt wohne, also Nähe Berlin. Ganz genau. Wann kommt FIFA Mobile 22 raus? Wer ist dein Lieblings-YouTuber oder Streamer? Also ich gucke die Streams sehr gerne von MickeyTV. Ich gucke die Streams gerne von Montana Black. Ich gucke die Streams gerne von Twimax. Ich gucke die Streams gerne von Wowhead. Also... so dass die ganzen, also ich gucke derzeit so richtig gerne die GTA RP Livestreams. Denk mal, wenn ihr es schon mal gehört habt, dann wisst ihr, was ich damit meine. GTA Roleplay. Genau, aber so einen richtigen Lieblingsstreamer, ja, habe ich jetzt nicht so wirklich. Genau, der SSV Jan ist auch krank, also gute Besserung auch an den SSV Jan. Wie alt bist du? 25 Jahre alt und ich glaube ansonsten sind wir jetzt hier. Der Rollkür hat auch noch gefragt, wie viel hast du für FIFA Mobile 21 ausgegeben? Das kann ich so auf den Cent nicht genau sagen, aber Pi mal Daumen hat man das ja im Überblick. Und nein, natürlich ist das immer mit Free-to-Play ist natürlich immer ein Spaß. Also es sind immer wieder Leute, die es nicht checken, dass das als Spaß gemeint ist, dass ich Free-to-Play bin. Weil ich ja immer wieder sage, gebt kein Echtgeld aus, lasst mich den Dummen sein. Und das meine ich auch wirklich so, wie ich sage. Gebt kein Geld aus für FIFA Mobile, lasst mich den Dummen sein. Ich würde sagen, 3.000, 4.000 Euro müssten es, denke ich mal, sein. Ich weiß es aber, stand jetzt noch nicht ganz genau, weil ich die ganzen... aber ich es noch nicht ausgerechnet habe. Aber das liegt jetzt auch bald an. Genau. Wann hast du mit YouTube angefangen? Hatten wir schon beantwortet. Ronaldo oder Messi? Beide. Neymar oder Haaland? Haaland. Musiala oder Würz? Musiala. Moukoko oder Adeyemi? Moukoko. Mbappé oder Haaland? Oh, auch Haaland. Ich finde, Haaland ist ein sehr, sehr geiler und ein sympathischer Spieler. Und den muss man einfach lieben. Ganz genau. Wie kamst du dazu, Hertha-Fan? Hatte ich schon beantwortet.
Ansonsten sind wir, glaube ich, die Fragen wiederholen sich. Ansonsten sind wir, glaube ich, hier, seit wann bist du Hertha-Fan und warum bist du Hertha-Fan? Hatte ich schon auch schon gesagt. Ich glaube, ansonsten sind wir hier durch. Die Folge ging jetzt auch etwas länger, weil ich dann doch noch mal ein paar mehr Fragen, oder eigentlich habe ich alles beantwortet, hoffentlich. Ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe. Ansonsten könnt ihr heute gerne noch mal andere Fragen stellen oder so. Genau. Ansonsten bedanke ich mich jetzt hier fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns logischerweise, vermisse die Fratze unten. Max FM, Dankeschön, Kuss. Dafür kriegst du jetzt ein Herz live. Dann kannst du sehen, wenn du das gesehen hast, du kriegst ein Herz, dann weißt du, wann ich die Folge gerade aufnehme. Genau. Und dann würde ich sagen, beende ich jetzt die Folge. Das war's. Wir sehen uns morgen und haut rein, Jungs. Tschüss.